Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil die CDU-Kollegen behauptet hätten, ich würde nicht zum Haushalt reden, für die Zahlenfetischisten. Ich rede jetzt über das Kapitel 11.070 im Haushaltsplan, im Einzelplan 11, und da geht es um die Krankenhäuser. Und da ist es so, dass die jetzige Landesregierung vorschlägt, 300 Millionen Euro weniger auszugeben als im letzten Jahr. 200 Millionen Euro Kürzung und 100 Millionen Euro lassen sich von den Kommunen bezahlen. Also ob das jetzt der große Aufschlag in Richtung Krankenhausfinanzierung ist, das kann ich nicht so ganz erkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein zweiter Punkt, der mir fachlich auch wichtig ist, das Stichwort Selbsthilfe hat der Kollege Neumann auch angesprochen. Wir müssen die Krebsberatungsstellen im Bereich der Prävention selbstverständlich stärken. Wir werden dort auch nochmal einen Antrag reinbringen. Die Kollegen hatten auch die entsprechende Zielrichtung vorgegeben. Das ist uns sehr wichtig und das unterscheidet uns, nicht der Punkt, aber das Herangehen an diesen Bereich unterscheidet uns, glaube ich, fundamental von einigen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Herr Minister, wo Sie, glaube ich, da bin ich ganz sicher, auf einem völlig falschen Dampfer ist es beim Thema Versorgung von alten Menschen mit Wohnen. Und ich meine Wohnen. Es entspricht doch nicht der Realität, dass im Moment die Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Wahlfreiheit haben, wenn es darum geht, Betreuungsmöglichkeiten, selbstbestimmtes Leben in den verschiedenen Wohnungen zu bekommen. Gehen Sie doch durch die Städte durch. Also so sehr wir uns bemühen, ist doch die Wahrheit, dass die allermeisten Quartiere und die allermeisten Wohnungen eben nicht barrierefrei sind. Und natürlich ist das Leben ein Kompromiss. Man kann viele Dinge durch Assistenzen und Teilbaumaßnahmen erledigen. Aber die Wahrheit ist doch nicht, dass wir viel zu wenig Heimplätze haben, um die Menschen zu versorgen. Das mag eine vorübergehende Delle sein, die wir in wenigen Monaten ausgebaut haben können, sondern die Wahrheit ist, dass selbstbestimmtes Leben erst dann möglich wird, wenn wir deutlich in die Quartiere investieren, wenn wir eine soziale Stadtentwicklung machen, die es möglich macht, dort zu leben, wo man es ist. Das ist nicht immer die Wohnung, die man früher bezogen hat, aber dass man dort leben kann, wie man es will, mit einer vernünftigen Versorgung, mit Möglichkeiten im Quartier, mit einer vernünftigen infrastrukturellen Ausstattung. Und da sind Sie, glaube ich, völlig falsch unterwegs, wenn Sie einzig auf diese Heime setzen, wie Sie den Eindruck entwickeln. Vorletzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil auch das von hoher Bedeutung ist. Sie haben das eben gesagt, dass alleine die professionelle Arbeit die Altenpflege wird nicht stemmen können. Da haben Sie selbstverständlich recht. Völlig klar. 70% der Pflege, wahrscheinlich sogar ist die Dunkelziffer noch höher, wird von Menschen im Umfeld, also in aller Regel persönliche Angehörige oder im persönlichen Umfeld der zu Pflegenden geleistet. Das ist völlig klar. Aber was diese Menschen natürlich brauchen, ist professionelle Unterstützung. Sie brauchen Menschen, auf die sie sich verlassen können, mit denen sie reden können, die sie fragen können, wie es geht. Weil ich habe es allzu oft in meiner Praxis erleben müssen, dass gut gemeinte Pflege oftmals eben auch schlecht gemacht wird, zum Schaden der eigenen Betreuung und auch zum Schaden der zu Pflegenden an der Stelle. Und deswegen müssen wir da investieren, müssen wir besser werden. Aber wir müssen eben auch möglich machen, die freie Entscheidung dort auch zu ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einzelplan 11 setzt an vielen Punkten vernünftige Aspekte fort. Und auf den letzten Aspekt, den ich jetzt kommen müssen, ist noch einmal die Altenpflegeausbildung, weil Sie richtigerweise dort 5% aufstocken, 3 Millionen Euro, wenn ich es richtig gerechnet habe. Gott sei Dank, das unterscheidet sich von Ihrer ersten Amtszeit, wo Sie relativ statisch vorgegangen sind, die Altenpflegeplätze stagniert haben und erst in den Jahren 2010 bis 2017 die Mittel für die Altenpflege verdoppelt worden sind und auch die Altenpflegeplätze mehr geworden sind. Aber, und das bitte ich dann doch noch nachzubessern, da haben wir bis Januar vielleicht noch Zeit, das auch zu tun. Die Pflegesätze für die Pflegeausbildung sind zu niedrig. Die Träger können das so nicht mehr leisten. Da brauchen wir eine Nachsteuerung, da brauchen wir mehr Mittel, sonst werden die demnächst nicht mehr ausbilden. Da müssen wir ein Stück drauflegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.